Eine der vier Zellen der Davy-Portonismus-Matrix wird als Kindergarten bezeichnet. Hier findet Personalentwicklung zum Vorteil der Mitarbeiter statt. Die einzelnen Mitarbeiter bringen ihre Wünsche voll ein und das Unternehmen richtet sich überwiegend an den Zielen der Mitarbeiter aus. Die Mitarbeiter tanzen im Unternehmen also sprichwörtlich auf der Nase herum. Dadurch, dass die Mitarbeiter ihren eigenen Nutzen in den Vordergrund stellen, ermöglicht dies im positiven Fall der Personalentwicklung erfolgreiche Innovation, die durch eine angstfreie, spielerische Kreativität seitens der Mitarbeiter erzielt wird. Hallo Frau Müller. Hallo. Sie hatten einen Termin erbeten, um was genau geht's? Ja, und zwar wollte ich Ihnen einen Vorschlag machen. Okay. Und zwar hätte ich gerne einen Betriebskindergarten. Wieso denn das? Sie wissen ja schon, dass es bei uns finanziell eher mau zurzeit aussieht und ich weiß wirklich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, das ist mir sehr wohl bewusst, nur wir haben so viele alleinerziehende Mütter bei uns im Betrieb arbeiten und ich denke, es wäre eine ganz gute Idee, wenn die Kinder hier in den Kindergarten gehen. Dann lässt sich viel leichter arbeiten, man ist nicht so gestresst und vielleicht kommt es auch dazu, dass man eventuell die eine oder andere Überstunde macht. Also Ihre Argumente überzeugen mich zwar nicht, aber da ich weiß, dass Sie eine gute Mitarbeiterin sind und immer gute Ideen haben, würde ich sagen, dass ich denen dann doch zustimme und wir den Kindergarten bauen können. Schönen Tag und bis zur Eröffnung. Dadurch, dass die Mitarbeiter den Ton angeben, führt dies im negativen Fall der Personalentwicklung im Kindergarten zu einer gefährlichen Selbstbedienungsmentalität, die längerfristig betriebliche Ineffizienz und verringerte Wettbewerbsfähigkeit zur Folge hat. Hallo Herr Mayer. Hallo. Sie hatten einen Termin. Was möchten Sie heute von mir? Ja, es geht darum, ich hätte ein paar Wünsche an Sie. Okay, ja. Die da wären? Das wäre zum einen... Mein Auto ist nicht mehr das Allerneueste, also ich hätte sehr gerne ein Auto von Ihnen, das wäre super nett. Sie wissen schon, dass Sie letztes Jahr erst den neuen Audi bekommen haben. Ja, der neue Audi, aber momentan BMW, ganz aktuell, ich brauche unbedingt einen BMW eigentlich. Wie sollen wir denn das alles finanzieren? Aber ja, das geht schon. Okay, Sie bekommen einen neuen BMW. Das ist sehr nett. Und wie sieht's aus mit einem neuen Handy? Sie hatten doch das iPhone 3, oder? Oh, da gibt es das neue HTC jetzt, ja. Möchten Sie lieber ein HTC jetzt? Ja, sehr gerne. Aber wenn Sie das wollen, wollen das ja alle. Aber okay, das bekommen wir schon irgendwie hin. Das ist ja sehr nett von Ihnen, wirklich sehr nett. Ein Sonderurlaub? Ist das auch noch drin? Nehmen Sie den einfachen. Wenn Sie irgendwas wollen, schreiben Sie mir einfach eine Liste und dann klappt das schon. Ich wusste es. Thank you.